Wusstet ihr, dass man mit Fenjal auch Seife sieben kann? Ich habe das gelesen und wollte es unbedingt mal ausprobieren und wollte feststellen, ob der Duft und auch die türkisblaue Farbe in der Seife erhalten bleiben. Wie das gelaufen ist und wie die Seife am Ende wurde, das zeige ich euch in diesem Video. Ich weiß nicht, wer von euch noch alles Fenjal kennt. Das ist, glaube ich, eine recht klassische Marke, die es schon lange gibt. Hat einen sehr klassischen, nostalgischen Duft. Und genau diesen Duft wollte ich in meine Seifen übernehmen. Das ist der Sinn des Ganzen, warum wir versuchen, diese Seife zu sieden. Dann ist natürlich auch diese schöne Farbe. Wenn die noch den Siedeprozess übersteht, wäre es natürlich perfekt. Wenn wir so eine Seife rauskriegen, die so aussieht und so riecht, dann wäre natürlich unser Experiment geglückt. Und gleich vorab als Disclaimer, ich bin hier nicht gesponsert von Fenjal, ich habe es mir selber gekauft und die Idee selber, die habe ich ausgegraben in einem Seifenforum und es gibt auch einige Blogs, die darüber schreiben. Aber wir können natürlich nicht einfach alles in unsere Seifen kippen und daraus Seifen sieden, das wird nicht funktionieren. Frage ist, woraus besteht das eigentlich, was ist da überhaupt drin? Denn wir müssen ja unser Seifenrezept erstellen und auch dieses Öl entsprechend da mit einbeziehen. Die erste Frage ist natürlich, was ist das eigentlich, woraus besteht das? Und wenn man auf die Zutaten oder die Inhaltsangaben schaut von diesem Badeöl, dann werden wir sehen, dass es größtenteils aus Sojaöl gemacht ist. Es ist also nicht 100% Sojaöl und dementsprechend muss man bei der Rezeptur ein bisschen aufpassen, ein bisschen rumrechnen, ein paar Dreisätze anwenden und so weiter. Wie genau ich das berechnet habe, das habe ich ganz genau in dem Blogbeitrag beschrieben, den ich auch für diese Seife erstellt habe. Da findet ihr auch nochmal das ganze Rezept drinnen. Das habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr diese Fenjal-Seife auch schon mal versucht habt, dann bin ich natürlich sehr neugierig auf eure Ergebnisse. Schreibt es mir in die Kommentare, wie eure Erfahrungen waren. Denn ich habe unterwegs festgestellt, es ist ein bisschen tricky. Es gibt die ein oder andere Hürde. Mal sehen, wie ich die gemeistert habe. Insgesamt ist das hier kein Anfängerrezept, keine Anfängerseife, sondern eher... Ja, ich würde es mal einordnen unter Experimentierfreude für Seifensieder, die mal was Neues machen wollen. Und jetzt geht's zum Sieden. Ich fange an erstmal mit dem Abwiegen meiner Zutaten und starte mit den festen Fetten, in diesem Falle Kakaobutter und Kokosfett. Es geht weiter mit den flüssigen Ölen, das sind Olivenöl, Mandelöl und Rizinusöl und dann natürlich das Sojaöl, das im Fenjalöl enthalten ist. Und weil, wie gesagt, das Fenjalöl nicht hundertprozentig aus Sojaöl besteht, sondern nur aus 82%, musste ich vorher rechnen, wie viel ich von dem Fenjal brauche, damit ich die für das Rezept benötigte Menge an Sojaöl bekomme. Und das ist der Dreisatz, von dem ich sprach und den findet ihr im Blog. Die Lauge habe ich mit destilliertem Wasser ohne weitere Zusätze angerührt. Bisschen blöd, weil mir das nachher noch um die Ohren fliegen wird. Ihr werdet sehen, eine wichtige Zutat hätte meiner Seife durchaus geholfen, aber davon später mehr. Jetzt erstmal Safety Prep, Handschuhe anziehen, Brille anziehen, Augenschützen unbedingt, wenn wir an die Lauge gehen. Die Lauge rühre ich in meinem Waschbecken an, da steht sie sicher und kühl und außerdem kann ich den Henkel perfekt im Waschbecken einhängen. Für die Seife habe ich mich für eine Seifenform mit diesen Kolibris entschieden, diese feste Milky Way Form, denn die Seife selber wird ja keine Swirls oder so enthalten, sie ist ja einfarbig und deswegen eine sehr schöne filigrane Seifenform. Und hier ist nochmal die Farbe, links das richtige Fenjalöl. Ich weiß nicht, wie sich die Farbe in der Verseifung überleben wird und deswegen habe ich ein passendes Mica ausgesucht, hier das ist Peacock, wenn ich mich nicht irre, um das farblich auch nachzubilden und etwas goldenes Mica, um meine Formen zu pimpen. Und das seht ihr hier. Das mache ich also farb im ersten Schritt, um die Kolibris etwas hervorzuheben in der Form und pinsele sie aus mit einem Mix aus goldener Mica und ein wenig Olivenöl. Und dasselbe mache ich auch mit ein paar Einzelförmchen, einfach deswegen, weil ich mehr Seifenleim habe, als in meine Kolibri-Form hineinpasst.
Und nun wird's spannend. Wir kommen jetzt direkt zum Sieden. Ich fange ganz normal an, indem ich meine geschmolzenen festen Fette zu meinen flüssigen Ölen gebe. Und ab hier läuft es jetzt ein bisschen anders. Ich gebe erst die Farbe hinein, hier nochmal das Original und daneben das Mica, damit ich genau diesen Farbton treffe. Wie gesagt, ich möchte unbedingt, dass dieser Grünton genauso rauskommt und deswegen helfe ich hier mit Mica nach und gebe das in die Fette und Öle. Und ihr habt festgestellt, was noch nicht drin ist, ist das Fenchelöl. Das gebe ich nämlich erst später hinein. Jetzt kommt erstmal die Farbe zu den Fetten und Ölen. Das war jetzt einfach Pi mal Daumen, die Dosierung für die richtige Farbe. Fürs Erste ohne Lauge sieht es schon richtig gut aus und wir werden sehen, wie sich das jetzt im weiteren Siedeverlauf verhält, wenn die Lauge dazu kommt. Und natürlich auch das Fenchelöl. So, und jetzt kommt die Lauge zu den Fetten und Ölen, die ich schon gefärbt habe. Und tatsächlich fehlt immer noch eine Zutat und das ist das Fenchelöl. Das steht immer noch ganz einsam und allein da oben am Bildrand. Und der Grund, warum ich das erst später hinzugebe, ist folgender. Im Fenchel ist Alkohol enthalten. Ja, und beim Alkohol in der Seife müssen wir aufpassen, denn der führt dazu, dass der Seifenleim sehr schnell anziehen, also dick werden kann. Und es gibt einige Sieder, die die Fenchelseife gesiedet hatten und dann auch beschrieben haben, dass der Seifenleim super schnell fest wurde, also dieser sogenannte Blitzbeton, der kaum noch in die Form gefüllt werden kann. Und das möchte ich vermeiden, indem ich eben diese kritische Zutat, also hier das Fenchel mit dem Alkohol, erst so spät wie möglich zum Seifenleim dazugebe und das ist eben kurz vorm Einfüllen in die Seife. Und deswegen erstmal hier emulgieren ohne das Fenchel. Und ihr seht aber auch, ich übermixe nicht, sondern es ist alles noch relativ flüssig, damit ich eben noch den Seifenleim so flüssig wie möglich behalten kann. Denn ich weiß ja nicht, was nachher passiert, wenn ich jetzt den Fenchel dazugebe. Und das ist eben der spannende Moment, wo jetzt das Fenchel hinzukommt. Ab hier habe ich keine Ahnung, was passiert. Ich habe deswegen auch meine Seifenform direkt daneben gestellt, denn ich weiß jetzt nicht, was der Alkohol macht und auch natürlich die anderen Dinge, die im Fenchel drin sind. Und als allererstes die Reaktion seht ihr hier mit der Farbe, die hat sich mal kurz komplett verändert. Und ja, das war so ein leichter Schocker, nachdem ich eigentlich sehr zufrieden war mit der Farbe, die ich vorher hatte. Gleich mal hier in ein etwas ja, waldiges, gelbiges Grün, das überhaupt nichts mit meiner Wunschfarbe zu tun hat. Naja. Und ab hier muss es schnell gehen, deswegen gar nicht lange mixen, nur sicher gehen, dass alles gut miteinander emulgiert ist und dann ab in die Form. Also bisher ist mein Plan aufgegangen, wenn man mal von dieser Farbe absieht. Und man sieht ja auch, der Leim ist noch relativ dünnflüssig. Warum ich den jetzt hier so zweiteilig eingegossen habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich war vor allem darauf bedacht, dass ich die Form schön ausfülle, dass also keine Luftblasen drin sind. Aber wenn ihr jetzt ganz genau hinseht, dann seht ihr, dass während ich einfülle, der Leim schon anzieht. Also die Konsistenz von der ersten Form und der Form, die ich als letzte einfülle, da sieht man schon, dass der Leim jetzt immer dicker geworden ist. Und das, obwohl ich gerade erst das Fenchel dazu gegeben hatte. Und da kann man sich eben vorstellen, was passiert, wenn man das zu früh dazu gibt. Hier sieht man schon, das ist viel dicker als am Anfang. Also der Trick hat funktioniert. Ich freut mich sehr, denn das war tatsächlich eine Premiere. Noch etwas Alkohol obendrauf und dann habe ich die Form isoliert. Ich war mir nicht sicher, wie stark ich sie isolieren muss. Ich habe ein bisschen Alufolie unten eingegeben. Ich bin also davon ausgegangen, dass sie sich erhitzen wird und habe dann die Seife einfach nur noch mit einem Karton abgedeckt, ein Handtuch drüber gelegt und das war's dann. Also bis hier ging alles super. Die kleinen Silikonförmchen konnte ich direkt nach 2 Tagen ausformen und ihr seht, oh Freude, die Farbe ist wieder hingekommen. Das war also nur eine temporäre Reaktion und sie ist ja tatsächlich genauso geworden, wie ich sie mir gewünscht hatte, also ein voller Erfolg. Das waren aber die einfachen Seifenformen, denn jetzt kommt gleich die andere Form und das sind diese festen Formen. Und ich hatte eingangs gesagt, ich habe eine Zutat vergessen im Seifenleim bzw. in der Lauge und das war Sodiumlactat. Denn wie ihr seht, die Dinger wollen und wollen einfach nicht aus der Form.
Ja, sollte man berücksichtigen, wenn man mit diesen Formen siedet, dass die Rezeptur passt, also schöne feste Fette drin sind und eventuell auch Salz. Und jetzt nicht so wie ich, weil ich sie unbedingt raus haben wollte, dran rummachen und poolen, denn dann passiert genau das, was mir hier passiert ist. Die Hälfte der Seife bleibt in der Form kleben und die erste Seife war einfach mal versaut. So, jemand mit mehr Geduld hätte der Seife einfach noch ein paar Tage gegeben, ich aber nicht. Ich habe es nochmal versucht und die zweite Seife dann erst recht versaut. Also bitte nicht nachmachen, tut es einfach nicht, sondern macht es so, wie ich es jetzt bei den letzten beiden Seifen gemacht habe. Wenn es gar nicht geht, die Seife einfrieren, ein paar Tage liegen lassen auch noch und dann, wenn sie angefroren ist, dann geht sie wunderbar aus der Form und das war dann das Ergebnis von dieser Seife. Ich habe die Seife das erste Mal angewaschen nach ein paar Wochen Reifezeit und war sehr neugierig. Die Farbe und der Duft waren toll mitgekommen. Jetzt ist noch die Frage, wie ist der Schaum? Ich war mir auch nicht sicher, ob der jetzt ausblutet, also ob er jetzt abfärbt, aber absolut gar nicht, wie man sieht. Und die Konsistenz ist auch ganz fein, schön cremig und bubbly. Und insgesamt ist das also ein voller Erfolg gewesen mit diesem Fenial-Experiment. Und ich freue mich, wenn du dir auch gleich meine nächste Seife einsiehst.